So, und weil es jetzt so schön war, dass wir die ganze Zeit oder ja die letzten Videos eigentlich echt relativ kurze und knackige Videos hatten, würde ich sagen, können wir doch den Rahmen nochmal eine Runde sprengen und ein längeres draus machen. Genau, und zwar würde ich jetzt einfach mal noch so ein bisschen paar Kombinationen vorstellen. Wie man halt oder ne, überhaupt, wie man jetzt zum Beispiel die genannten Produkte, die man bereits hatten, teilweise prima kombinieren kann oder wo man eventuell mal noch was dazugeben kann. Also ich muss ja immer ein bisschen über meinen Schreibtisch lunschen, nicht wundern, damit ich ja nichts vergesse. Würde sagen, wir fangen mal ganz kurz an und zwar zum Beispiel, viele lieben sie ja, ne, unsere Zaubermaske. Und zwar kann man die, finde ich jetzt gerade im Sommer super angenehm und toll, ne? Die ist ja dafür da, einfach um die Unreinheiten und Pickel und Mitesser aus der Haut zu ziehen. Auch so für den Sommer eigentlich echt eine coole Sache. Man schwitzt mehr, das heißt, man hat mehr Talgproduktion, neigt eher dazu, mal fettig und glänzend zu wirken. Also ist das echt eine ganz angenehme Sache, die auch gerade im Sommer vielleicht das ein oder andere Mal öfters zu verwenden. Wenn man jetzt noch einen kleinen Frische-Kick zusätzlich will, kann man die super noch mit kombinieren, indem man den Schwapp vom Enhancer dazu gibt. Da hat man einfach nochmal so ein bisschen diesen Frische-Kick und so ein bisschen einen feuchtigkeitsspendenden Effekt. Für diejenigen, die jetzt so schon eher zu fettiger und öliger Haut neigen, ist das eine coole Kombi. Und für all diejenigen, die eher zum Empfindlichen und zum Trocknen neigen, kann man die auch super gut mit der Spa Day Feuchtigkeitsmaske kombinieren. Gibt einfach noch einen Schwapp davon mit zur Zaubermaske dazu. Und ja, hat dann sozusagen so ein bisschen diesen feuchtigkeitsspendenden Effekt und Detox-Wirkung gleichzeitig. Man kann sie auch, wenn man will, alle drei miteinander mischen. Habe ich auch schon gemacht. Ist auch super angenehm. Also wirklich, ja, man kann vieles prima miteinander mischen, kombinieren und verbinden. Das wäre das Erste. Dann hatten wir unseren Instacrow. Den kann man zusätzlich super gut kombinieren und direkt gemeinsam auftragen mit der Baobab Body Butter. Ja, dann spendet man der Haut eine ordentliche Portion Feuchtigkeit und gibt ihr zusätzlich noch einen kleinen sommergebräunten Glow dazu. Also echt auch eine klasse Sache. Man kann den Insta-Glow auch prima mischen mit unserer CC Cream. Oder aber eben dem Make-up, ne? Einfach auch für diesen zusätzlichen Glow. Wie ihr seht, ja, kann man gefühlt fast alles irgendwie miteinander kombinieren und verbinden. Da haben wir das, dann haben wir das. Unser NAPCA, das Feuchtigkeitsspray. Hier kann man zum Beispiel, wenn man das möchte, wie vorhin erwähnt, auch so als zusätzlichen frische Kick und als Pflege einen Schwapp vom Enhancer mit dazu geben. Na, also gerade, ich hatte da mal einen Kunden, der hat eher, also der hat so ein bisschen zu rosacea geneigt und gerade im Sommer, da so seine Probleme schon gehabt, hat sich das dann in so eine, oder ihm habe ich das fertig gemacht, in so einer kleinen Probeflasche. Einfach was von dem NAPCA plus Enhancer. Und wenn er mal wieder festgestellt hat, dass es unangenehm wird und total spannend, hat er sich einfach was davon raufgesprüht und empfand das sehr angenehm und hat halt so eine sofortige Linderung gehabt. Ja, das kann man mega miteinander kombinieren. Und dann, das haben wir, das haben wir. Das haben wir noch, ne? Den Insta-Glow, fast vergessen. Kann man auch prima machen. So für einen BB-Glow nennen wir das so schön. Heißt einfach Insta-Glow und den Spa Day Feuchtigkeitsmaske in eine Schüssel geben, verrühren, schön dick aufs Gesicht auftragen, so 20 Minuten einwirken lassen. Ich habe es mir dann nochmal schön einmassiert, damit es schön gleichmäßig wird. Dann nochmal ein paar Minuten warten und dann einfach ganz leicht mit Wasser runterspülen. Ja. Das waren so ein bisschen die Produktkombis. Ich gucke jetzt noch mal. Ich denke, das
ist es im Großen und Ganzen gewesen. Jetzt ist so von dem, was wir eben hier hatten. Genau. Ja. Dann haben wir ja den Rahmen des Videos doch nicht ganz so sehr gesprengt, wie ich das ursprünglich gedacht und vermutet hätte.